Sattele. Moin Moin und herzlich willkommen, Leno, zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge City Skylines. Freut mich, dass du dir eingeschaltet hast. Ist wieder ein bisschen her, ne? Aber nichtsdestotrotz wollen wir an unserem Städtle weiter, dem guten Kingsby. Ich glaube, letzte Folge hatten wir hier unser Industriegebiet mit dem Hafen und der Fischindustrie und so weiter angemacht, ne? Wir sehen schon, nicht genügend Fisch, das heißt, wir brauchen mehr Fisch. Aber da will ich halt erst loslegen, wenn wir auch die anderen Fischsorten machen können. Deswegen werden wir uns heute mal um die Häuser kümmern. Wahrscheinlich wird es wieder viel zu viel werden. Aber ich möchte mit dir heute das hier alles bebauen. Ja, wir hatten ja gesagt, da wollen wir so ein bisschen Luxuswohngebiet hinmachen. Hier sollen wirklich nur Wohnhäuser hin. Und ich möchte das Ganze mal so ein bisschen selbst bauen, heißt Häuser ploppen und nicht einfach grün anmalen und da wächst, was es will. Ja? Soll wirklich wie so ein geplantes Gebiet aussehen. Dazu machen wir erstmal die ganzen Bäume weg. So. Schauen wir mal, was das gibt. Das kommt alles weg hier auf der Seite. So, das kommt weg. Das hier kommt weg. Alles weg. Das muss nackelig werden hier. Und dann tun wir da mal ein bisschen. So. Ein wenig. Schwupp. Und schwupp. So. Das hier muss auch weg. So. So, was haben wir jetzt hier? Ist das glatt? Das ist relativ glatt, ne? Jo. Das sollte reichen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Straße hier lang kriegen. Weil wir wollten ja diese Straße hier einfach weiterziehen. Das war die stinknormale Straße mit den Bäumen links und rechts. Das heißt, den müssten wir jetzt erstmal so leicht geschwungen. Ja, viel zu lang. So vielleicht. Gucken wir mal. So. Ja. So. Und dann führen wir die einfach hier so an der Autobahn entlang. Oder wir machen hier so eine Brücke drüber. Das könnten wir auch. Obwohl das bescheuert aussieht, ne? Nö, so bescheuert sieht das gar nicht aus. Können wir ruhig lassen. Jetzt, ich will da nicht dran. Du sollst einfach nur hier lang so. So, was bescheuert aussieht, ist das hier. Das sieht so abgehackt aus, ne? Wollen wir mal gucken, ob wir das ein bisschen schöner hinkriegen. Jetzt geht es nämlich wieder los. Jetzt kommt wieder Ede in seiner Bestform. Wir kennen ihn. Ja, obwohl, so sieht das schon ein bisschen besser aus. Natürlich wieder hier den kleinen Knick drin, aber mocht nischt. Kann ruhig so bleiben. So. Gefällt mir persönlich schon besser als vorher. Lass mal jetzt so, ja. Schönsten Sandstrand hier kaputt gemacht. Wobei, da kannst du eh nichts machen. Da ist die Autobahn, ja. Das ist hier so eine dünne Landzunge, wo die Autobahn drüber führt. Da ist nichts mit. Oh, wunderschön, ne? Ist halt so. Was wir jetzt wollen, ist einfach ganz normal die Straße hier lang führen. Die wir schon hatten. So. Lassen die ruhig mal gerade. Machen wir das mal so. Machen wir das mal hier so durch. Dankeschön. Das ist ja so die, der Rand, ne? Da gehen wir hin und machen das hier lang und da lang. So, mal gucken, ob wir das gleich ordentlich da rankriegen. Und hier soll ja das Hauptgebiet hinkommen. Jetzt ist die Frage, machen wir da auch noch eine Schule und so weiter hin oder lassen wir das, wie es ist? Machen wir wirklich nur Häuser hin? Ich würde sagen, wir machen hier wirklich nur Häuser hin. Mal gucken, dass wir das hier so ein bisschen hinkriegen. Was mir nicht gefällt, ist, dass wir hier die ganzen Nodes drin haben. Die sind ätzend. Aber okay, lassen wir es mal so. So. Wichtig jetzt ist Folgendes. So, wo war ich stehen geblieben? Genau. Wichtig ist Folgendes, und zwar, dass wir hier wieder die gebogenen Straßen nehmen. Und nicht wieder alles einfach gerade machen. Ne? Das wollen wir natürlich nicht. Ist das neu hier mit den großen Zahlen oder habe ich irgendwas gedrückt? Das ist ja geil. Wurde das geupdatet? Kann das sein? Weiß da jemand was zu? Ich nicht. Aber finde ich geil, gefällt mir.
So, jetzt haben wir nämlich schon das Problem, dass er da eine Brücke baut. Das will ich natürlich nicht. Deswegen machen wir das gerade hier an und da an. Dankeschön. So, und bitteschön. Anarchie aus. Warum auch immer er da wieder eine Brücke baut. Ich habe keine Ahnung. Eieieiei. So, also, weiter geht's. Hier mit gebogen. Wie gebogen, so gezogen. Ne? Oder wie war das? Kannst du eigentlich mal so verbinden. Sieht ganz gut aus. Müssen nur gucken, dass wir hier hier nicht alles zu quer bauen. So, beziehungsweise so da drüber. Das sieht kacke aus. Das wollen wir nicht. Kann man auch so miteinander verbinden. So. Dann können wir das hier noch ein bisschen weiternehmen. Vielleicht hier hin einfach. So. Es gibt auch richtig coole, wie heißt es hier? Sackgassen am Schluss, ja. Aber das lassen wir jetzt mal sein. Das habe ich zu lange nicht gemacht. Da bin ich mir jetzt nicht zu sicher drin, dass ich die gut hinkriege. Deswegen lassen wir das lieber sein, ja. So. Sehr schön. Hier kannst du noch dran. So, wie gesagt, extra hier alles so gemacht. Kannst du hier hin. Hier kannst du dann noch so runter. Das kann so bleiben mal, würde ich sagen. So. Strom haben sie alle, ne? Was? Entfernung ungültig? Was zählt der da? Machen wir mal so. Machen wir mal so. Dann haben wir da so ein klein bisschen gerade. Das hier geht gar nicht. Da ist viel zu viel verschwendet. Das ist viel zu schönes Bauland. Und ich glaube, wir haben es wirklich ein bisschen übertrieben. Dass das hier viel zu lang ist. Warum fahren denn hier bitte Autos rum? Hier ist doch kein Mensch. Warum fahren hier Autos rum? Also manchmal, ne? Manchmal. Echt krass. Okay. So. Nicht so steil. Dann machen wir mal den hier. Dann so. Dann so. Dann könnte der vielleicht noch hier so dran. So. Ich glaube, das hier lassen wir jetzt erstmal frei. Es reicht, glaube ich, wenn wir das hier erstmal machen. Ja? Wir holen jetzt Wasser hierher. Und wir lesen erstmal ein paar Kommentare. Und zwar vom Magistra One. Der schreibt, danke für deine entspannten Videos. Ich schaue mir das mit meinem kleinen Sohn 4 Monate abends an. Er mag ab und zu die bunten Farben verfolgen beim Spielen. Und deine Stimme ist auch leise, noch gut verständlich. Also danke für das schöne Abendprogramm. Und der zweite, gibt es nicht ein Strand-DLC, in dem es maritime Häuser und Hotels gibt? Das wäre doch etwas für deine Luxusgegend. Ich glaube, mittlerweile gibt es eins, aber ich bin ehrlich, ich habe die DLCs so gut wie alle. Aber die Häuser sehen richtig kacke aus. Ich nehme lieber immer aus dem Workshop Häuser, weil die richtig toll aussehen zum Teil. Da sind richtig, richtig tolle Sachen bei. Und freut mich, dass es dir und deinem Sohn gefällt und euch so ein bisschen beruhigt und runterkommen lässt vom stressigen Alltag. Ne? Das ist schön. Jetzt machen wir hier erstmal einen Arzt hin. So, ein Krematorium nicht unbedingt, aber eine Feuerwehr bräuchten wir hier und eine Polizei auf jeden Fall. Alles drei so. So, dann könnten die hier arbeiten. Die meckern jetzt natürlich, dass sie kein Wasser haben. Das wollte ich ja holen und hab's wieder nicht. So, komm mal her. Da lang, da lang, schön hier lang. So, so, und jetzt müssen wir sowieso hier Kraut und Rüben legen, weil wir keinen Platz haben, beziehungsweise alles kreuz und quer gelegt haben. Aber das war ja mit Absicht, ne? So. Alles voll Wasser machen hier. Strom müsste noch lange reichen. So. So. Ja, Wasser und Abwasser wird wieder knapp, aber Strom... Ach, der reicht locker noch. Und das ist nur unser Mini-Mini-Solarkraftwerk hier hinten, ne? Das ist echt... Das macht so viel. Das macht so viel. Das ist schon übertrieben, ey. Aber
Das ist immer noch schöner, als wenn wir 50 von den Aufwind-Solartürmen hinsetzen. Die könnten wir eigentlich ausmachen, ne? Wenn ich mal gucke. Das kostet ja 2400 pro Woche, aber wir machen 13.000 plus. Sagen wir mal, verschieben, Budgetfenster aufrufen. Wir können ja mal ausmachen. So. Deaktiviert. Weg damit. Haben wir ein bisschen Geld gespart. Und Strom haben wir immer noch genug, ne? Locker. Locker vom Hocker. So. Brauchen wir hier noch irgendwas? Wie wäre es mit einer Hüpfburg? Wir müssen hier jetzt nicht den Landwert ins Astronomische heben, ja? Weil wir können, wir ploppen das ja, ja? Da ist das egal. Die Häuser bleiben. Die werden sich nicht verändern. So, das wollte ich nicht, aber ich wollte dann mal dadurch, dass wir das ploppen, hier dann wirklich was Schönes machen. Und zwar können wir dann hier nicht nur noch eine freie Schule machen, sondern auch noch eine Bibliothek und so. Ich denke mal, da kann man sagen, okay, ja. Und dann will ich mal beim Sport gucken. Wir hatten doch hier... Wo war das denn jetzt nochmal? Wir hatten doch noch, wie heißt es? So eine Turnhalle und eine Schwimmhalle und so weiter. Die könnten wir auch noch machen irgendwo. Waren die hierbei? Ich glaube hier hinten irgendwo, ne? Das Eiscreme-Zeug, da haben wir hier Inhalts-Editor-Packs. Nein. Irgendwo war das, aber ich finde die wieder nicht. Ich kenne mich ja. Das sind die Requisiten, die sind mir egal. Naturschutzgebiet. Zoo haben wir auch noch keinen. Freizeitpark haben wir keinen. Stadtpark haben wir keinen. Wenn wir sie finden, machen wir sie. Es nützt nichts. Ich kann jetzt nicht wieder hier eine Dreiviertelstunde suchen, ne? So, und hier sollen jetzt alles nur Häuser hin. Jetzt möchte ich mich mal selber versuchen. Indem wir hier hingehen. Find it. Ich habe die schon rausgesucht. Ne? Alle nur 2x3 groß. Und detached. Wenn wir jetzt mal hingehen und gucken so. Setzen. So, und dann kann man die alle so nebeneinander setzen. Zack, zack, zack. Weil ploppen kannst du die ja hinten, wo du willst. Ne? Das ist das Schöne. Und dann haben wir jetzt immer Lücken zwischen, weil es ist halt, nicht ganz sauber. Was heißt nicht ganz sauber? Es ist halt nicht gerade gemacht, ja? Aber das ist ja extra gemacht, ne? Und so kann man das jetzt ganz schnell machen. Und kriegt so ein bisschen, wie soll ich sagen, random rein. Weil er halt immer ein verschiedenes nimmt, ja? Ist ganz cool gemacht. Habe ich gesehen, das Tutorial. Bei, ich glaube, Infrastructurist war es. Wer ihn kennt, ne? Ganz cool. Du kannst die halt einstellen. Detached, die heißen alle Detached irgendwie. Haben eine Größe von 2x3, die möchte ich haben. Und hier rechts, der Würfel, den sieht man, ja, das ist random. Wenn ich hier drauf drücke, nimmt er immer random eins aus diesen Häusern, die gerade ausgewählt sind. Ich habe mir den Random-Button jetzt auf R gelegt, das heißt, jedes Mal, wenn ich R drücke, nimmt er ein anderes Haus hier. So kann man super schnell kunterbunte Nachbarschaften ploppen. Wir haben hier jetzt natürlich nicht so viele Häuser, das heißt, die werden immer und immer wieder mal auftauchen, ja. Aber man sieht schon, wie schnell das hier geht und wie schnell man hier was rausmachen kann, ne? Sieht ganz cool aus, finde ich. Können wir durchaus was machen. Ja, machen wir so, machen wir den hier überall. Wenn man jetzt natürlich hingeht und sagt, man möchte wirklich so, wie heißt es, so richtige amerikanische Vororte bauen damit, ja, selber, dann kannst du einfach hingehen, dir ein schönes Schachbrettmuster machen und zack, die Bab, hast du ratzdifatz mit den Häusern, die du haben möchtest, halt so hier alles hingeploppt. Geht super schnell, erspart eine Menge Arbeit. Und so können wir jetzt halt hier immer überall rumploppen. Gucken wir mal, das sollte ich hier so hinkriegen immer, ne? Muss ja auch nicht alles nah aneinander sein. Es sind auch ein paar höhere hier. Die hast du jetzt halt dazwischen, leider. Aber war halt einfach von mir ausgewählt, ja. So. Ja, ich denke, das passt schon ganz gut. Wird gleich auch wieder grün. Ja, wenn man einfach guckt, zack, 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 zack. Und vor allem bin ich jetzt nicht wieder 45 Minuten lang dann drei Häuser am Bauen und am Geraderücken und so weiter, ja. Das ist so ein Mittelweg, finde ich, den ich jetzt für mich gefunden habe. Finde ich ganz, ganz nice. So, ich muss mal gerade hochscrollen, dann sehen wir den nächsten Kommentar vom lieben Lord Valdimort, der schreibt: Edel, schade, ich hatte auch was hinterlassen, eine Serie im Livestream würde ich sehr begrüßen, supi, weiter so. Dankeschön, Valdi.
Tut mir leid, dass ich nicht vorgelesen habe. Ich glaube, was heißt ich glaube, du hast dann wahrscheinlich geschrieben, als ich schon aufgenommen hatte. Und dann kann ich logischerweise im Nachhinein, wenn das schon fertig ist, halt keine Kommentare mehr vorlesen, ne? Oder mit reinpacken. So. Aber du siehst, jetzt hast du es auch mal reingeschafft. Dann gucken wir einfach hier, zack, 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 immer. Je mehr Häuser man natürlich hier reinnimmt, ja, umso größer wird die Varietät, ne? Also umso mehr Durcheinander haben wir. Wir haben jetzt hier nur ein paar, das heißt, die werden sehr oft da drin auftauchen. Aber ich finde es noch annehmbar, dass es wirklich wie so eine Siedlung aussieht. Es sind auch etwas größere Kotten, wie ich immer sage, die wirklich einen Haufen Geld kosten, ja. So, jetzt machen wir hier einfach weiter. Das ist alles so voll, weil Häuser brauchen wir immer. Und gerade das, dass da auch so Lücken zwischen sind, finde ich, macht das Ganze interessant. Dann ist es nicht alles gleich, ne? Und guck mal, jetzt sieht man, wenn man hier lang geht, wie schnell das damit geht. Ich find's mega. Ich find's mega. Ich bin so froh, dass ich dieses Tutorial gefunden habe. Wurde mir durch Zufall angezeigt. Und ich dachte mir so, geil, das muss ich direkt ausprobieren. Einfach nur krass. Einfach nur krass. Richtig gut. Gefällt mir mega. Da noch einen rein. Hier müssen wir das noch zumachen. Alles zu hier. So, da werden viele Leute wohnen, garantiert. So. Da müssen wir mal gucken, ob wir so viele überhaupt brauchen. Alles zu. So, hier können wir es auch zumachen. Sehr schön. Ich glaube, hier lassen wir mal offen. Die Bibliothek ist, glaube ich, ein bisschen zu groß dafür. Passt hier nicht so wirklich rein. Ah, mega. Gefällt mir sehr, sehr gut. Haha. So, hier machen wir weiter. Da oben noch lang. Hier rein. Ja, ich glaube, die Hauptstraße unten, wo die Polizei und so weiter ist, die lassen wir mal alle frei. So, ist ja auch im echten Leben so, ne? Es gibt ja Siedlungen, da sind hier, ist hier mehr Platz zwischen den Häusern. Da hast du nicht überall Wand-an-Wand-Häuser. Das ist ja Blödsinn. Okay, müssen wir gleich wegmachen. Oder du darfst da wohnen. Hast du Glück gehabt, mein Freund. So. Sehr gut. Baut übrigens mega detailliert und mega, mega schön Infrastructures, muss ich sagen. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Direkt x Videos von reingezogen. So. Ich wünschte, ich hätte auch die Muße, sowas zu bauen. Aber irgendwie, ja, passt es von der Zeit bei mir nie. Mal gucken, ob wir irgendwann irgendwie die Zeit freischaufeln können, um wenigstens einen City-Stream die Woche zu machen. Spätestens, wenn Cities Skylines 2 kommt, will ich ja wieder mehr damit spielen oder mehr spielen. Und guck mal, wie das direkt aussieht, ne? Ganz anders. So, wir haben Häuser, jetzt gehen wir noch hin, nehmen hier die Bürste, machen die was größer. So, machen hier überall die Bäume dazwischen so. Wobei die nicht so toll aussehen, muss ich sagen. Kann ich ja wieder wegmachen? Jo, ich will nicht die Stadt, ich will den anderen. Ich hatte doch meinen war das ein Generic Park? Nee, das war. War das der? Der hatte nichts drin. Oh, welcher war das denn? New Brush hier? Zeig mal. Der hat auch nichts drin. Wie viele Brushes habe ich denn hier, wo nichts drin ist? Park. Nein. Ja, war es nicht. Okay, dann müssen wir gerade gucken. War es Megami? Nein. Auch verkehrt. Die könnten eigentlich mal alle löschen. Herbst. Haben wir gar keine Bäume für. So, Stadt. Ah, wir hatten die nur reingepackt und die anderen rausgenommen, ne? Kann das sein? Kann das sein? Regular Bush Green zum Beispiel könntest du machen. Wir hatten nur die ganzen Suburb Trees, ne? Und die großen Pinien und Fichten und so hatten wir rausgenommen. Weil wir gesagt hatten, die passen nicht da rein, ne? Ja, eigentlich auch richtig.
Aber mir ist das nicht zu, nochmal Large Regular Bush, so. Mir ist das halt ein bisschen zu undicht. Es ist so flach. Machen wir die Suburbs raus hier. Gucken wir mal, wie das aussieht. Das sieht gut aus, das könnte man lassen, so. Pass auf, wenn wir das hier so zumachen. Ah, hier rein. Guck mal, wie das direkt aussieht. Live Oak Trees. So, sehr schön. Haben wir noch flache Flächen hier. Jetzt müsste man noch einstellen können, wie viele Bäume, wie viele Büsche und so weiter. Kann man bestimmt. Weiß ich jetzt aber nicht, wo und wie. Müssen wir mal gucken. So. Zack, zack, zack. Machen wir das hier einfach alles zu. Die freuen sich. Sehr schön. Der Strand kann bleiben. Aha. So. Zumachen das Ding hier. So und so. Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Mir gefällt's. Mir gefällt's sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt lesen wir noch ein paar Kommentare vom Fuhai. Der schreibt nämlich, Grüße! Der Fischkutter hätte auch per Anbindung an die Straße gepasst. So wie die Kulturdinger. Ah, dann ist es halt so. Was soll's. Schönbau, aber nur, wenn du wirklich pingelig jede kleine Unebenheit ausbaust und nicht sagst, lassen wir so. Schönbau, aber in richtig schön. Genau das, was ich gerade gesagt habe, Fuhai, ne? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich wünschte, ich könnte es. Du kennst mich halt so gut, ne? Dass ich dann wieder sage, ah, ne, lass mal so, passt, ne? Weil ich halt dann extrem fummel. Und es nervt. Deswegen, ich liebe so Videos auch. Du wahrscheinlich auch, ne? Egal, ob jetzt, wen gibt's da alles? $2.20. Press, Infrastructurist, ja. Imperator baut auch sehr geil. Dafür, dass er meistens immer nur Vanilla benutzt, ja. Skibbit und auch, wie viele es halt gibt. Die bauen so genial, ja. Das ist so toll, was die da bauen. Das ist Wahnsinn. So, aber man muss auch sagen, die spielen halt seit Jahren nichts anderes. Nur dieses Spiel und haben das halt perfektioniert, ne? Sagen wir es mal so. Ist schon cool. So. Aber ich finde, das hier ist mir auch schon ganz gut gelungen. Ja, passt. Sehr schön. Luxus. So muss das sein. Ich drücke mal kurz hier Escape, dann kann ich nämlich runtergehen und die nächsten Kommentare von Fuhai lesen. Ist nur noch Fuhai, wenn ich das so sehe. So, Häuser kannst du mit Blender bearbeiten. Hab's mal versucht und schnell aufgegeben. Abnormal stressig, wenn man null Plan von hat. Eine Fähre zum Hafen runter eventuell wird sich anbieten. Das würde sich auf jeden Fall anbieten. Auf jeden Fall. Und Blender, oh, habe ich mir früher auch mal angeguckt. Das ist so, ne? So ein 3D-Bearbeitungsprogramm, ne? Da muss man sich wirklich reinfuchsen. Aber wäre dann vielleicht mal eine Idee für den zweiten Teil. Gucken, ob das was für mich ist, das Programm. Wahrscheinlich eher nein. Aber schauen wir mal. Wir könnten auch mal schnell machen hier und gucken, was hier passiert. Wo könnten wir hier eine Fähre hinmachen, Freunde der Nacht? Hm? So, und wo sollte die hier hin, die Fähre? Wo könnten wir hier eine Fähre hinmachen? Wie groß ist die Fähre? Sieht cool aus, oder? Gefällt mir. Stadt. Hier schön das Luxuszeug. Können wir dann hier noch weiterführen? Wir brauchen ja noch, ne? So, vielleicht hier auf der Seite auch noch. Ist nur die Frage, wie kommen wir da hin? So. Müssen wir gucken. Auf jeden Fall sieht es gar nicht so schlecht aus. Vielleicht ein bisschen viele Büsche hier. Hier ist überhaupt kein Baum. Aber, na gut, das ist, weil wir rauszoomen. Guck, dann Level of Detail hier, ne, geht runter. Wird runtergeschraubt, damit die Rechnerleistung passt. Aber geht. Ja. Viele Autos hier. Oh, sehr schön. Ah, das gefällt mir. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. So, dann schreibst du noch, lieber Fuhai, würde dort nicht auf 4 Spuren gehen, sondern zwischen Abfahrt und Auffahrt auf 2 reduzieren. Dazu die Lanes verbinden und du hast Ruhe. Jetzt weiß ich schon wieder gar nicht mehr, wo. Weil es wieder eine Woche, anderthalb vorbei ist, ne? So, ich mache gerne nur einen Spurenwechsel pro 3 Punkte, also bei 3 Lanes von Lane 3 auf 2 sowie von Lane 2 auf 1. Dann ein paar Punkte nur Lanes halten, dann nur von Lane 1 auf 2 und von 2 auf 3.
und dann wieder gerade lanes. So übertreiben die nicht so. Okay. Könnte man mir folgen? Bestimmt, wenn nicht anderthalb Wochen dazwischen liegen würden. Wir müssen das echt mal in einem Livestream machen. Schau mal in den Optionen vom Traffic Manager. Kannst du die KI intelligenter machen? Stimmt, da war ja was, ne? Wo ist der Traffic Manager? Da ist er. So, was haben wir denn hier? Genauigkeit der Simulation sehr hoch. Geht das noch höher? Nee. Also, Geschwindigkeitsbegrenzung, okay. Was gibt es Neues? Lass mal gucken. Unified UI verwenden, das ist mir gerade egal. Das können wir auch alles so lassen. Spielerlebnis, rücksichtsloses Fahren, heilige Stadt, 0%, okay. Individuelle Fahrstile, der Straßenzustand hat einen größeren Einfluss. Mhm. Verbesserte Fahrzeug-KI verwenden, machen wir mal. Kostet das mehr? Erlaube Busse in Altstadtbezirken, erlaube Taxis in Altstadtbezirken, okay. Verhindere übertriebenes Umsteigen an Haltestellen. Realistisches Parken, was gibt's denn hier bitte alles? Was ist dynamischer Fahrspurwechsel? Zerstöre ich die Stadt, wenn ich den auf 15% mache? Wir werden es jetzt rausfinden. So, Busse dürfen Richtungspfeile ignorieren. Alter, ich kann so viel einstellen. So, okay, den Rest lasse ich jetzt erstmal so, lieber Fuhai, ja. Nicht, dass ich wieder irgendwas kaputt mache. Wir kennen es. Wir kennen es. Das kommt wieder weg hier. Dankeschön. So, wie sieht's aus? Wasser. Abwasser, uiuiui. Strom passt noch locker. Alter Falter. Alter Falter, wo wollen die hin? Weil die alle hier abbiegen wollen. Guck, die wollen alle da rein. Die Idioten. Ja. Pfosten, ne? Einfach nur Pfosten. Oder wir lassen sie hier reinfahren. Das könnte man natürlich auch. Aber das ist nur eine zweispurige. Dann wird's ganz schön voll, du. Weil hier ist auch so viel. Aber guck dir das an, ey. Guck dir das an. Ich sag ja, das Ding, das sieht wunderschön aus, aber ist eigentlich für den Arsch, ne? Seien wir ehrlich. Seien wir ehrlich. Hier steht auch schon alles. Ja, perfekt. Weil alle wieder auf eine Spur wollen, ne? Ja, weil die hier immer, guck, dann überkreuzen, so. Es ist furchtbar. Warum? Ihr Vollpfosten. Okay. Wir brauchen einen Verkehrsdoktor. Auf jeden Fall. So, wer hat Ahnung vom Verkehr und traut sich das zu, unsere Stadt hier wiederzubeleben? Guck dir das an. Ja. Ne? Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.